Ja, Leute, irgendwie bin ich in so eine Spalte gefallen und ja, es ist richtig schwierig, hier wieder rauszukommen. Krieg's nicht hin. Es ist gar nicht machbar, hier gerade dieses Fahrzeug in irgendeiner Form hier zu bewegen. Es ist richtig schwer, weil die Anhänger hängen auch fest und er will auch immer wieder da irgendwo reinfallen. Das wird noch spannend, wie ich den hier rauskriege. So, jetzt ist er wenigstens falsch rum. Jetzt kann ich ihn drehen und jetzt kann ich hoffen, dass ich den dann hier wegfahren kann. Ich bin schon ganz tief runtergefallen und musste dann gucken, dass ich da überhaupt rauskomme. Jetzt könnte es sein, dass es geht. Jetzt hängt der zweite Anhänger wahrscheinlich, oder? Oh, jetzt doch hat es geklappt. So, jetzt können wir hier mal gerade hocharbeiten, dass wir rauskommen, ey. Da hinten ist die Basis. Vielleicht schaffen wir es ja dahin jetzt. Da war wieder so eine Spalte, ey. Ja, komm, das nützt nichts. Ich muss hier aussteigen und muss eine Brücke bauen, wahrscheinlich. Dass ich da hinkomme. Anders geht das nicht. So könnte es jetzt geklappt haben. Nur ein bisschen zu tief, ne? Müssen wir gerade mal gucken. Okay, das können wir aber hier noch wegarbeiten. Dann geht es. Und weiterfahren. Ja. Und wieder aufpassen, dass hier nicht eine Spalte ist. Ist auch. Das Loch, keine Spalte. Okay, aber ich glaube, jetzt sind wir durch dieses Spaltenfeld weg, oder? Ja, Region Spalte steht da immer noch. Aber jetzt müsste mal langsam hier ebener kommen. Mann, ey. Ja, jetzt sind wir bei unserer Basis und in die Richtung sind wir, glaube ich, noch nie gefahren. Kann das sein? Ist das noch gute Schräge denn darunter? Ich glaube nicht, ne? Das ist viel zu steil für unser Auto. Müssen mal gucken, was wir da irgendwo anders machen. Wir haben doch schon eigentlich so ein paar Eingänge nach unten gebaut, oder? Wo wir runterfahren können, ne? Oder? Hier war doch auch sowas, meine ich, oder? Ja, hier sind wir schon mal runtergefahren. Dann schauen wir doch mal. Okay, waren die schon immer hier, diese Schneemänner? Ich glaube eigentlich nicht, oder? Ich habe die noch nie gesehen. Dann sind wir mal unten angekommen, ne? Und wir haben wieder keinen. Jetzt fehlt uns die Biomasse wahrscheinlich, ne? Genau so ist es. Genau so ist es. Und jetzt kriege ich hier wahrscheinlich auch gar keine, ne? Gift. Äußerst raffiniertes Biokraftstoff aus einer Mischung von Samen. Okay, kann ich das aufsammeln? Und was kann ich damit machen? Gute Frage, ne? Könnte ich das auch an den Generator machen? Das wäre viel wichtiger. Nö. Ist hier ein bisschen Bio? Ich glaube schon, oder? Oh, wir haben mal Glück gehabt. Glaube, das ist Biomasse, naja. Da haben wir hier Glück gehabt. Da ist auch noch hier was, ne, oder? Kriege ich noch ein bisschen mehr Biomasse? Ich brauche noch ein bisschen Biomasse. Hier ist noch was. Okay, hier ist auf jeden Fall eine Leitung. Entweder wir sind im Kreis gefahren, aber das stört mich jetzt gerade auch nicht, weil. Irgendwo müssen wir ja hin machen. Okay, hier ist eine Rampe, dann sind wir vielleicht hier runtergekommen. Ich fahre aber erst wieder hoch, weil das macht so keinen Sinn, hier weiterzufahren, glaube.
Warte mal, wir haben ja hier Strom dabei. Da könnten wir doch jetzt hier mal gerade schauen, dass wir den anschließen. Aber kein Harz. Aber da ist Harz. Gut. Ich glaube, jetzt kommen wir gleich raus. Gut, okay, haben wir es erst. Müssen wir in der nächsten Folge gucken, wie wir hier weiterkommen. Ne? Das war jetzt kein Tor. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Jetzt muss ich die Brücke mit einem Reparatursitz reparieren. Na super. Wer hat das Reparaturset? Jetzt macht das schon, okay. Pokud je tady nějaká vyhlídková věž, měli bychom ji obsadit, abychom měli lepší přehled o okolí. Jdu do krytu. Postarám se o to. Geht die Fahne hoch. To jsou určitě ty nákladňáky, které prevážejí dělostřeleckou munici. Musíme jich zastavit. Neexistuje nic, co by nezastavil granát. Hlavně nesmíme být moc blízko výbuchu. Připraven, pane. Rozumím. A teď je to moje. Granat! Durch die Mauer erwischt, das kannst du nicht glauben, oder? Vaše rozkazy, pane? Už jsem viděl horší. Ten most vyzerá jako dokonalé město na přepadnutí. Dalej by jsme mali pokračovat až potom, co zjistíme, co by nás mohlo čekat na druhé straně. Nemá někdo daleko hlad? Ano. Vědí, že jsme tady. Přijdou si pro nás. Připravíme ten kulomet a dáme jim co proto. Okay, das Maschinengewehr schussbereit machen. Wer ist denn jetzt der MG-Schütze, bitte schön? Rozkazy, pane? Musím se někam schovat. Braňte se! Útočím. Připravený. To je lepší možnost. Ano. Tak hloupí, aby proti nám šli poté, co viděli, jak to jejich kámoši koupili na mostě. Takže povoláme dělostřelecký útok a postaráme se, aby ty hajzli zaplatili za svoje zločiny.
Hier geht schon mal was voran. Das Fass ist voll. Hier ist auch ein bisschen dran. Vielleicht wird es ja jetzt. 25. Ja, mit dem Wasser ist schon mal nicht schlecht erstmal. Zwei Pumpen sind wir vor allem besser dran. Hier ist auch schon was drin. Während ich tendenziell gerade dazu neige, da oben noch ein Fass hinzustellen, weil, ne? Können wir auch gleich mit Wasser priorisieren. Beziehungsweise auswählen. Die Sonnenblumen wachsen auch, aber hier diese Reihe wohl nicht, oder? Kam da keiner hin oder so? Kann das sein? Was haben wir hier an Möhren? Zwei. Beeren sind leer, aber da voll. Also erstmal haben sie was zu essen. Hier passiert wieder irgendwas nicht. Keine Ahnung, warum das nicht immer dreht. Das ist schade. Ich denke mal, wir können mal den Staudamm hier vielleicht bauen. Aber da müssten wir erstmal das hier freischalten. Hier ist noch kein Wasser drin, aber hier haben wir 21 und 15 und die beiden sind sogar voll, wa? Sehr gut. Und da ist noch 6. Das sieht erstmal gut aus. Holz ist auch noch da. Ich hoffe, hier bleibt wenigstens ein bisschen Wasser durch diesen Staudamm über. Ausliefern. Leeren. Priorisieren. Ja, der bringt das Wasser jetzt nämlich woanders hin. Ist jetzt auch nicht so prickelnd, wenn er so weit laufen muss. Na, warte mal, da machen wir den Weg mal gerade schon, wenn er schon da rumläuft, geradeaus. Hier hat er nämlich jetzt das Wasser hingebracht. Ich glaube, wir gucken mal zu, dass wir hier vielleicht durchlaufen können. Dann machen wir mal eine Brett, eine Dingens hin, eine Furt sozusagen. So und so und da, weil irgendwie war das mit dem Wohlbefinden. So, das ist markiert zum Abreißen. Hier haben wir 30, da haben wir 30 und hier haben wir nochmal 30 und da auch noch. Jetzt sind wir glaube ich auf einem guten Weg hier mit Wasser. Das sieht erstmal alles gut aus. Das Feuer auch, ist auch fertig. Sehr schön. Besucher gibt es aber noch keine. Zahnschleifstein, der müsste noch fertig werden. Ich weiß nicht, hier sieht so aus, dieses Objekt ist zu weit von einem Distrikt entfernt und kann von keinem Bauarbeiter erreicht werden. Das ist unser Problem jetzt. Was ist denn, wenn ich da jetzt eine Treppe nehmen mache? Geht das dann? Nee, das reicht auch nicht angeblich. Und wenn ich jetzt hier... Dann müsste ich den noch freischalten. Mache ich auch mal gerade. Ja. Weil den würde ich dann dahin machen. Und dann reißt das nochmal wieder weg. Und dann bauen wir da nochmal eine Treppe hin. Hoffen, dass es alles so geht, wie wir uns das vorstellen. Wird auch schon gemacht. Und hier ist sogar tatsächlich das dritte Fass gleich voll. Sehr gut. Hier geht auch was. Nur hier geht wieder nichts. Das sieht erstmal gut aus. Die Leiter ist vielleicht hier nicht so klug, oder? Reiß die mal wieder weg. Lass das erstmal bauen und dann überlegen wir, ob wir hier auch so eine Stelle machen. So, da machen wir drei davon dann. Mehr geht ja nicht.
Hinzufügen. Ne, das hier war das teure, ne? Glaube ich. Nochmal 3 sind 6. Regenbogen, Lippfisch, den werden wir nicht veredeln, sondern erstmal so wegmachen. Da haben wir 4er noch von. Ja komm, einer geht noch auf der Karte, machen wir das auch. Gelber Segel-Doktorfisch ist das. Ah, ich glaube, wir machen da nur 3 von, das sollte reichen. Norimaki, Sushi aus Seegras, Essig und Wasabi. Das ist wohl automatisch drauf, oder wie sehe ich das? Und das auch, das gibt es umsonst. So, Karte ist fertig, Forschung können wir noch nicht. Zutaten, was haben wir da? Okay, da können wir noch mal sehen, was wir hier so haben. Öl und sowas. Verkaufe ich jetzt aber nicht. Ja, ich glaube, wir sind dann so weit, dass wir öffnen können. Und was will die? Oh, da möchte einer was trinken. Schnell den nächsten. Nochmal da reinlaufen. Irgendwer ist, glaube ich, jetzt abgehauen, wo wir gepennt haben. Wie ging das denn noch? Mit W nach oben? Viel besser als erwartet hatte. Sehr gut. Ja, war bester Tag. Du hast die Flamme des Handwerks erhalten. 4,5. Okay, Bewertung ist etwas runtergegangen, aber dafür haben wir mehr verkauft. Nettogewinn ist 54. Verkaufsschlager letzte 7 Tage war der Juwelen Fahnenbarsch Sushi. So, Montag. Es regnet. Wer kommt da? Bist du zufälligerweise Dave? Ja, womit kann ich helfen? Oh, bei diesen Dingen liege ich immer richtig. Ja. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Dr. Bacon, ein Archäologe, der die Zivilisation des Seevolks studiert. Die Seevolkszivilisation? Ja, ich werde es dir erklären. Hast du ein Glück, dass du einen Experten wie mich hast, der dir davon berichten kann? Vielleicht hätte ich nicht fragen sollen. Die Zivilisation des Seevolks lebt in Legenden. Das heißt, dass sie diese Region vor langer Zeit besiedelt haben. Sie verehrten Fische und übersaßen Kiemen, mit denen sie unter Wasser leben konnten. Sie lebten in der Tiefe, was ihnen erlaubte zu gedeihen, ohne sich um eine Invasion durch andere Zivilisationen Gedanken machen zu müssen. Aber plötzlich veränderte das Meeresboden, führte zu ihrem abrupten Untergang. Abrupten. Das ist so ziemlich alles, was es zu der Geschichte gibt. Alle halten sie natürlich für einen Mythos und somit nichts weiter. Aber der Beweis, dass es sie wirklich gibt, wurde ganz in der Nähe dieses Ortes gefunden. So? Es ist ein erstaunlicher Fund, der die gesamte Forschungswelt auf den Kopf stellen könnte. Eine alte Zivilisation unter Wasser, so etwas kennt man nur aus Comics oder Spielen. Das macht dich so sicher, dass es sie wirklich gibt. Mein Assistent hat ein in der Nähe gefundenes Artefakt genau untersucht und festgestellt, dass es von keiner zu uns bekannten Zivilisation stammt. Es wird auch vor etwa 1000 Jahren datiert. Damals gab es in diesen Bereichen noch keine Zivilisation. Das ist interessant. Was möchtest du von mir? Nun, es ist so, die Investitionen meines Assistenten in Kryptowährungen haben sich nicht gerade bezahlt gemacht und er wird für eine ganze Weile nicht mehr da sein. Deshalb möchte ich dich bitten, mir zu helfen. Oh. Mein Assistent sagte mir, dass das Subtract etwa 70 Meter unter Wasseroberfläche gefunden wurde. Bitte sieh es dir an. Wir sind mit der Sushi-Bar beschäftigt. Ich glaube, wir können nicht. Tut mir leid, dass ich dich unterbreche. Ich bin Cobra, ich arbeite mit Dave. Natürlich sollten wir Ihnen helfen, das tun wir gerne. Ja, ja. Was? Wir haben keine Zeit, um herzutauchen und nach Artefakten zu suchen. Denk doch mal darüber nach, wenn wir Unterwasserzivilisationen entdecken werden, zu unzählige Menschen hinherströmen. Das Banjo-Sohn wird aus allen Nähten platzen. Das ist wohl wahr. Na gut, ich werde dir helfen. Was für ein Glück. Und natürlich solltest du nicht umsonst für mich arbeiten. Ich werde den Tauchanzug, den du trägst, kostenlos auf. Wow. Mit einem veredelten Tauchanzug kannst du tiefer tauchen. Das ist für die Erkundung zu wichtig. Heutzutage kann man sogar solche Dinge mit einem App erledigen. Die Technologie fördert es erstaunlich, nicht wahr? Wir sollten zuerst die iDiver-App auf dein Telefon installieren, bevor wir weitermachen. Die Spuren des Seevolks. iDiver, neuer Inhalt.
Okay. Bravo. Sie erklärt dir jetzt, wie man Eidara benutzt. Ich stelle dir die ab für dich, ich sperre aber erst dein Handy. Eidiver. Gut. Werde den Tauchanzug kostenlos auf. Aufwerten. Stufe 2, maximal Tiefe haben wir jetzt 80 Meter. Bravo. Wenn du genügend Geld hast, kannst du die Eidiver benutzen, um deine Ausrüstung zu verbessern. Du kannst sowohl deine Frachtkisten als auch deine Sauerstoff vergrößern. Ja. Vergiss nie, unter Wasser kann alles möglich passieren. Wir bleiben in Kontakt. Ja, ist ja schon weg. Spuren des Seevolks, Kapitel 1. Ja, ich würde jetzt sagen, aber wir machen erst hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis zur nächsten Folge. Ja, da weiß ich jetzt nicht, ne? Das müsste man gucken. Kann man irgendwo gucken, welchen Glauben die haben. Muss man bestimmt können. Hier steht ja alles bei Null, oder? Krator, der Erste und Schöpfer der Astari, fördert Landwirtschaft und Viehhaltung. 15 Anhänger. Das sind alle fast unsere. Und hier haben wir noch zwei, die Arturismus. Jetzt müsste man nur wissen, welchen Tempel die brauchen, ne? Schrein der Arturi. Ich glaube, das ist schon mal ein richtiger, ne? Ich glaube, ich drehe den mal um. Ich glaube, der Zugang ist da oben vielleicht. Den machen wir mal dahin. Ich müsste nochmal nach den Leuten gucken. Religion war das. Arturis. Okay, und die anderen waren? So, nochmal nach dem Krator angucken. Ah, da. So, der ist da, aber den anderen will ich nicht nebenan machen, sondern den will ich hier unten irgendwo hinstellen. Nicht, dass die nachher sich da spinnefeind sind. Und ich habe das nicht verstanden, ne? So, dann nochmal Straße. So passt's. Und die haben sowieso Zugang hoffentlich da oben. So, der Zimmermann, der wird hier schon gemacht. Da sind wir auch kräftig am Werkeln. Lass mal schneller laufen. So, Essen ist nur noch 85 da vom Fleisch her. Tja, und alle anderen Sachen, bis auf den Stein und Holz, ist jetzt nicht so prickelnd, ne? Wie sieht's denn hier mit dem Feld aus? Gleich, ah, ein Apfel steht hier drauf. Fruchtbarkeit ist 0,76. Da habe ich natürlich gar nicht drauf geachtet, ob hier fruchtbarer Boden ist oder nicht. Wahrscheinlich ist hier kein fruchtbarer Boden, ne? Wo kann man das sehen? Beruf, Bevölkerung, Zufriedenheit, Herze, Wachstum, Tiere, Wachstum. Ach so, davon. Ja, keine Ahnung. Gibt es hier Wasser? Da gab es vielleicht Wasser. Da wäre vielleicht dann fruchtbarer gewesen. Dann ist das halt so, ne? Ich sehe jetzt auch nicht, wo ich hier sowas anzeigen lassen könnte, oder? Heranzoomen, herauszoomen. Ist hier sowas? Hauptstadt? Nachrichten? Schlacht? Welt? Menü? Winter haben wir, okay. Gelagert 162. Wie sieht es mit Essen aus? 82, das geht noch. Könnte aber besser sein. Okay. Ich denke mal, es soll für die Folge auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Ne? Macht mal dann beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann. Oh, der Tempel hier ist schon fertig. Sieht aber schick aus. Ne? Der andere. Oh, jetzt gibt's Winter, Schnee. Wo war der Tempel? Der ist da, der ist noch nicht fertig. Wir werden sehen. Bis dann.